ウーデンダーク、こんにちは。ツイアス打撃イーネン、フィレンダンク。ダンクイーネン、ハッテア、ドイツ・ジャパニシェ、ムディカナール、ザイト・クルーセム、ユーバー、500アボネンティネン、オンツ・アボネンテ。デア、ドイツ・ジャパニシェ、ムディカナール、インフォミアツ・ゼ、ユーバー、ドイツ・ラント、オンツ・ジャパン、ゾブ・イーレン・メンシェン、オンツ・イーレン・ムディク。アルド、ニキ・ノア・ムディク、ゾンダン・アウ。Essen, Leben, Sprachen, Gewohnheiten, Kultur und viel mehr aus den beiden Ländern. Der deutsch-japanische Musikkanal existiert seit Anfang dieses Jahres. Bis die Zahl 100 kam, hat es 2 Monate gedauert. An diesem Zeitpunkt dachte ich, dass es keinen Sinn hat, weitere Videos zu produzieren. Dann hat mich ein YouTube-Video so motiviert, dass ich doch weitermachte. Ich kann mich zwar an keine Einzelheiten erinnern, habe aber die Botschaft des Videos für mich folgenderweise verstanden. Sei froh, dass 100 Leute regelmäßig den Kanal anschauen. Es wäre wie eine Band, die jeden Tag ein Konzert macht, das jeden Tag von ihren treuen 100 Zuhörern besucht wird. Das ist ja wunderbar. So habe ich weitergemacht und werde weitermachen. Bis jetzt wurde der Kanal über 180.000 Mal geklickt. Ich bin Musiker und hätte mit herkömmlichen Konzerten niemals so viele Zuhörer bekommen können. YouTube macht es möglich. Ich danke den YouTube-Zuhörern, die treu den Kanal schauen oder auch denen, die nur einmal zuschauen. Übrigens, kennen Sie Marco Polo? Ja, natürlich kennen Sie ihn. Er war kein Deutscher, sondern Italiener. Er reiste nach China, das damals unter mongolischer Herrschaft war. Er traf Kaiser Kublai Khan, den Enkel des berühmten Genghis Khan. Marco Polo war zwar nicht in Japan, hat aber Japan als ein Land mit viel Gold beschrieben, was aber völlig übertrieben war. Also, Sie kennen Marco Polo. Aber kennen Sie den deutschen Engelbert-Kämpfer? Wahrscheinlich nicht, oder? Bevor ich Ihnen erzähle, wer Engelbert-Kämpfer war, hören wir das japanische Stück Sakura auf Deutsch Kirschblüten, gespielt vom deutsch-japanischen Kammerorchester Lemgo. Das Stück wurde extra für dieses Orchester arrangiert. Sie hören heute die Welturaufführung dieses Arrangements. Sie werden hören und sehen, wie ausdrucksvoll die Mitglieder des Orchesters spielen. Ich bin jedem Spieler dankbar für Engagement. Diese Aufnahme ist im Übrigen mit Unterstützung der Engelbert-Kämpfer-Gesellschaft Lemgo zustande gekommen und wird von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt. Thank you.
Es ist schade, dass Engelbert Kämpfer nicht so bekannt ist wie Marco Polo. Engelbert Kämpfer, 1651 bis 1716, war ein deutscher Arzt und kam im Jahr 1690 nach Japan. Während seines Aufenthalts in Japan bekam er eine Audienz vom damaligen Shogun Tsunayoshi Tokugawa, berühmt als großer Hundeliebhaber und Tierschützer. Zufälligerweise unterrichtete ich bis zu meinem Renteneintritt an einem Gymnasium in Kämpfers Geburtsstadt Lemgo, das nach ihm benannt wurde. Ich habe Ende des letzten Jahres den Vorsitzenden der Engelbert Kämpfer Gesellschaft Lemgo, Herrn Dr. Gerhard Kubert, interviewt. Guten Tag, Herr Dr. Kubert. Bitte erzählen Sie uns, was die Engelbert Kämpfer Gesellschaft ist. Guten Tag. Die Engelbert Kämpfer Gesellschaft wurde 1971 gegründet mit dem Ziel, das Werk Engelbert Kämpfers zu veröffentlichen, in breiteren Kreisen bekannt zu machen und außerdem die internationalen Beziehungen, besonders mit Japan, zu befördern. Inzwischen haben wir eine Beziehung zur Kämpfer-Börni-Gesellschaft in Hakone in Japan aufgebaut. Schon seit 20 Jahren gibt es regen Austausch im Naturschutz. Herr Dr. Kubert, was mögen Sie an Japan und was mögen Sie an Japan nicht? Ich mag an Japan besonders die Freundlichkeit und Höflichkeit der Bevölkerung und die wunderschöne Landschaft, nicht zuletzt die Ästhetik der japanischen Küche. Etwas gewöhnungsbedürftig war für mich bei meinem ersten Besuch, dass man immer die Schuhe ausziehen muss. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und auch meine Frau findet es sehr praktisch. Und jetzt muss ich auch zu Hause immer die Schuhe ausziehen. Noch eine Frage hätte ich. Mögen Sie Sushi? Sushi mag ich für mein Leben gern, besonders in den verschiedenen Formen. Herr Dr. Kubert, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer Arbeit für die deutsch-japanische Freundschaft. Vielen Dank. Also, Herr Dr. Kubert mag gerne Sushi. Mögen Sie auch Sushi oder Ramen? Bitte schreiben Sie, welches japanische Essen Sie mögen oder auch nicht mögen. Bitte gestalten Sie den Kanal mit Ihren Kommentaren mit. Das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder. Damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie bitte den Kanal. Und bitte drücken Sie den Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Matane!